würde sie angeblich gerne sehen. Das Verhältnis zwischen König Charles III. 74 und seinem jüngeren Sohn Prinz Harry, 38, soll angespannt sein. Vor allem nach der Doku Harry and Meghan und auch nach dem Buch Reserve, in dem der Rotschopf einige pikante Dinge über die Royals auspackt, scheinen sie keine besonders gute Beziehung zueinander zu haben. Charles soll traurig darüber sein, dadurch auch seine Enkel nicht sehen zu können. Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan, 41, hat Harry zwei Kinder, Archie, 4, und Lilibet, 1. Seit einiger Zeit lebt die Familie in den USA, was die physische und auch die soziale Distanz größer macht. Laut einem Royal-Experten soll Charles das sehr zu schaffen machen. Charles ist ein toller Großvater und ich habe keinen Zweifel daran, dass es ihn schmerzt. Von zwei seiner 5 Enkelkinder getrennt zu sein, heißt es laut Fox News. In einer privaten Feier nach der Krönung soll er Archie und Lilibet auch erwähnt haben. Charles konnte nicht guten Gewissens Williams Kinder loben und die von Harry ignorieren, meint die Quelle weiter. Der Monarch sei ein liebevoller Mann. Nicht nur sein ältester Sohn Prinz William, 40, hatte eine ehrenvolle Aufgabe am Tag der Krönung, sondern auch dessen Sohn Prinz George, 9. Harry war ohne seine Familie angereist, da das historische Event auf Archies Geburtstag fiel. Trending schwangere Prinzessin Eugenie hatte viel Spaß auf Krönung 8,4 TSD. Lesen jetzt Jamie Foxx Liebsten bereiten sich auf das Schlimmste vor Ausrufezeichen 8,7 TSD. Lesen jetzt Royals wundern sich, warum kam Harry überhaupt zur Krönung? Fragezeichen 7,8 TSD. Lesen jetzt Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.